Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um eine Kerze und um diese drei Gläser, die ich dir schon mal ins Gesicht gehalten habe. Ja, du sagst jetzt vielleicht, oh, Gläser ist doch langweilig, Kerzengläser sind doch nicht so toll. Aber ich habe gedacht, ich nehme dich heute mit in meine Kerzenglas-Kreationsschachtel. Nein, ich habe da so Schachteln bekommen von Lehner Style It. Das sind so 100% Wollenprodukte hier drin. Die sind aus Österreich und die haben mir was geschickt. Und ich habe gedacht, wir greifen heute mal in diese Schachteln und schauen mal, was wir Cooles mit diesen Wollenprodukten machen können. Man kann natürlich ganz viele Basteleien für den Herbst machen. Ich habe einfach mir drei Ideen überlegt, wie man diese Materialien dann auch schön einsetzen kann. Zuerst mal immer das Glas schön reinigen und dann habe ich hier zum Beispiel dieses schöne Wollenprodukt, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, Jute. Genau, das ist mal mega schön, das werde ich heute brauchen. Dann habe ich gedacht, da ist eine Schachtel, nehmen wir mal da auf die Seite, dann ist hier die Trend Box Sense 2, die hat Trend Designerin Victoria Salomon zusammengestellt. Habe ich gedacht, nehme ich dieses violette Band mit Draht noch, was ich brauche, und nicht Draht, sondern Wolle natürlich, und Smartfaden, der ist auch mega schön, den will ich auch brauchen. Ja, schauen wir mal, was wir Schönes machen können. Ich habe da Eukalyptus und dieses schöne Gras für diese Kompo hier. Dann habe ich gedacht, nehmen wir diese schöne Hagebutte Corallo mit diesem schönen Wollenband hier. Und dann habe ich gedacht, habe ich da noch so schöne Statizen kombiniert mit diesen schönen Lavendelstücken. Die kombinieren wir damit. Und so machen wir drei Varianten, wie man ein Kerzenglas schön, schnell und toll und natürlich auch sicher ausdekorieren können. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man unser Material gut in dieses Glas integrieren kann. Ich habe jetzt mich mal für die Variante mit dem schönen, Plastikgummeli, Gummiband entschieden. Man kann natürlich auch anders fixieren. Man kann mit der Hand halten. Ich zeige dir mal einfach so verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze fixieren kann, hinhalten kann. Und ich hoffe natürlich, am Schluss kann ich dir die passende Lösung auch aufzeigen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Gummiband-Variante. Hier achte ich darauf, dass ich einfach so meine Materialien schön hinlegen kann. Ich finde es mega spannend, wenn man so von unten, von oben nach unten arbeitet. Und zwar aus dem Grund, oftmals arbeiten wir ja von oben nach unten nach oben. Sorry, ich habe gerade ein wenig ein Chaos in meinem Kopf. Hauptsache, das Chaos ist nicht in meinem Kreationchen. Du siehst, wenn wir von oben nach unten arbeiten, haben wir den Vorteil, dass unsere Materialien dann die Kerze nicht zu stark überdeckt. Und wir haben auch den Vorteil, dass man da einfach schön einlegen kann. Siehst du, haben wir hier einmal unsere Materialien schön aufgelegt. So. Da notfalls können wir das Ganze noch ein wenig hochziehen. Dann schneiden wir mal vorsorglich hier die Stiele schön auf der Höhe ab. Schnappen uns dieses Band aus Wolle mit Draht und fixieren hier das Ganze schön sorgfältig. Du siehst, wir decken da dieses Gummiband schön ab. Jetzt machen wir da eine kleine Schlaufe. Das kannst du mega gut anziehen. Das machen wir da wirklich schön. Diesen Knoten, einfach so eine Verschließung
können dann das Ganze zurückschneiden. Da siehst du den Draht ein wenig hervorgüchseln. Und dann können wir zum Beispiel mit Heißkleber hier oben noch diese Schnittstelle ein wenig abdicken. So. Und so siehst du, haben wir ein spannendes Kerzenglas einmal kreiert. Und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht bei der Nummer 1. Wenn wir da ein Kerzenglas gemacht haben, wie toll das leuchtet. Wichtig ist natürlich, dass nichts über der Flamme hier ist, sonst brennt es dann plötzlich. Und jetzt siehst du, kann man da die Kerze mega schön zwischendurch rausleuchten sehen. Das war die Nummer 1. Dann gehen wir zur Nummer 2. Und da habe ich mal gedacht, nehmen wir wenn in Ordnung bitte, lieber Blumenmann, sonst hast du dann Ärger mit den Prüfungsexperten. Das seid ihr für mich. Dann nehme ich mal diese Corallo-Hagebutten, die trocknen mega schön ein und die geben dann auch ein mega schönes Farbspiel optisch. Hier habe ich gedacht, legen wir unser Material mit etwas Draht rein zuerst, wenn ich dann den passenden Draht habe. Ich nehme da so ein roter Draht, schaue, dass ich das Ganze hier schön einmal fixieren kann. Hier ist ganz wichtig, dass wir den Draht so kompakt wie möglich haben, dass wir das Ganze dann mit der Schnur, mit diesem Wollschnürchen auch schön überdecken können. Es wäre dann schade, wenn man den Draht noch zu dominant zieht. Man könnte das Ganze auch mit der Schnur machen. Der Nachteil ist dann, wenn wir das alles mit der Schnur machen, haben wir so ein dickes Teil. Mit dem Draht habe ich das Gefühl, kann ich da etwas besser ziehen und dann mit der Schnur eigentlich noch das Ganze etwas rustikaler vollenden und zusätzlich auch das Ganze nochmals etwas spannender machen optisch. Du siehst, ich nehme da immer schön am Rand das Ganze hin. Dann ist auch ganz wichtig, dass wir den Draht wirklich schön hart ziehen. Nicht zu locker, weil natürlich die Stiele dieser wunderschönen Hagebutte, die werden noch etwas locker mit der Zeit. Das heißt also, dass sie dann auch etwas dünner werden und so auch schneller aus der Kreation rausfallen könnten. Wichtig ist auch, dass wir da schon schauen, dass wir alles ungefähr abgedeckt haben. So wie du jetzt siehst, haben wir das schon mal relativ gut hinbekommen. Ich lege hier meinen Finger einmal zurück. Wollte ich sagen, das hat noch nicht geklappt. Machen wir nochmals einen Versuch. So. Wieder alles schön zusammengezogen. Schwuppdiwupps. Jetzt siehst du, das hält alles schon mal sehr gut. Das fällt auch nicht gleich auseinander. Und jetzt können wir von diesem Wollenschnurteil nehmen. Wenn ich dann die Öffnung und die Ouvertüre finde. So schön rausziehen und so können wir diese Kreation noch einen etwas rustikaleren Effekt geben. Ui, jetzt habe ich was festgestellt. Ich habe doch eigentlich gesagt, wir wollen das lila Band für den Lavendel nehmen. Du hast sicherlich zu Hause geschreit, weil ich da jetzt einen Fehler gemacht habe, aber das verzeihst du mir ja bestimmt, weil manchmal ist mein Hirn sowas von, wie soll ich sagen, einfach am Arbeiten, am Überlegen und darum passieren manchmal auch solche Stories. Das gehört halt einfach mal auch dazu. Ich bin nicht so der Schleifli-Latschli-Typ, darum machen wir hier auch keine große Geschichte
aus der Schleife, sondern wir nehmen hier einfach mal einen kleinen Knoten und lassen das so stehen. Ich achte auch hier wieder darauf, dass über der Flamme nichts steht und habe so auch wieder eine tolle Kreation gefertigt. Jetzt haben wir schon mal zwei Stück kreiert. Jetzt kommt noch das dritte Teil. Und da müssen wir halt jetzt violett und dieses wunderschöne Band da nehmen. Und hier habe ich auch gedacht, machen wir von oben nach unten, weil ich das einfach auch mega schön finde. Und da würde ich auch gerne einfach mal hinlegen, aber das dann mit der Schnur versuchen, diesem Wollenband versuchen, das Ganze schön zu machen. Ein anständiges Mise en Place ist natürlich das A und O, entscheidend, damit ich da auch gut arbeiten kann. Das Klasse ist auch, diese Wolle ist wasserfest, das heißt, die geht nicht einfach gleich kaputt, wenn man da arbeitet und vielleicht sie ein wenig Regen hat oder so. Die ist wirklich schön beständig. So. Wieder mal starten. Ich muss natürlich dann am Schluss mein Teil auch ein wenig zurückschneiden. Da muss man wirklich schauen, dass wir da nicht zu lange Stiele haben, sonst sieht das dann auch nicht wirklich toll aus, sonst stellt das dann alles schön auf. Das wollen wir auch nicht, darum lieber etwas kürzer als zu lang das Ganze schneiden. Dann immer schön wieder anziehen. Das Praktische ist natürlich, wir können die Stiele auch so von unten reinschieben, weil oftmals sind die nackig. Diese Stiele haben keine Dornen oder so dran. Kann man das Ganze auch einfach mal schön reinlegen. Am Schluss sollten alle Zweigestiele schön parallel sein. Das heißt also nicht da so schräg wie hier, sondern dass wir darauf achten, dass die Stiele schön parallel sind und natürlich, dass hier auch nichts aufsteht, unten wie auch oben, sodass wir da halt einfach mal schnell einen Schnitt machen müssen. Du hast gesehen, es gibt verschiedene Varianten und Möglichkeiten, wie du so ein Glas einfach und schnell, schön, natürlich ausgarnieren, dekorieren kannst. Und ja, dadurch haben wir so wie verschiedene Optionen, wie man solche Gläser toll dekorieren könnte. Hier bei dieser Variante mit dem Violetten und dem Mint mache ich da auch einen Knoten, lasse aber das Ganze ein wenig nach unten hängen, schneide mal alles schön zurück, schaue dann, was ich unten auch nicht zu lange bin. Dann schauen wir da, dass wir ein wenig alles zurückschneiden. Und das ist auch nur hier. Das sieht doch auch ganz ansprechend aus. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch zwei Stück Lavendel hier in diese Position hier reinstecken.
So, das ist noch so ein wenig dieses Schleifchen ausdekoriert. Natürlich nehmen wir auch hier noch eine Kerze rein, sodass es dann auch schön leuchtet und du dir jetzt überlegen kannst, welche Kerzenglas-Variante dir am besten gefällt. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, ich konnte dir aufzeigen, was man alles Schönes machen kann mit Kerzen und Gläser. Du kannst natürlich auch anstelle von diesen super schönen zylinderförmigen Gläsern ein Marmeladeglas nehmen. Du kannst natürlich auch deine Farben anders machen. Du kannst natürliche Schnur nehmen. Du kannst nur Draht nehmen. Ich wollte dir einfach zeigen, was alles möglich ist mit Bändern, mit Kerzen, mit Naturmaterialien und vielem mehr. Vielleicht hast du jetzt das Gefühl, ja, das passt mega schön, das passt mega schön und das passt mega schön. Schreib es mir einfach in die Kommentare rein, wie du dein Glas für den Herbst 2024 ausgarnieren wirst und wie du dann deine Kerzen immer wieder genießen möchtest. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du lässt einen Daumen nach oben für mein Live da und ich hoffe natürlich, du teilst dieses Video gerne mit deinen Freunden und lässt dich immer wieder gerne mit dem Blumenmann inspirieren. Ich sage dann einfach Tschüss und weg, auf bald wieder hier bei mir. Ich hatte Spaß, ich hoffe, du auch.